Ist das Soldier? 32 Grad heute. Ich habe wenigstens noch zwei Locken in den Haaren. Oh, hättest du mir jetzt ein warmes gemacht? Ich habe den extra noch mal an den Nächsten gegangen. Dankeschön. Du bist ein Engel. Ich weiß. Leute, ich bin ein Engel. Hey, wie geil. Es wird doch echt kühl hier drin, gerade durch den Wind. Okay. Was denn? Was hast du gemacht? Prost Mahlzeit, Leute. Was soll ich ausmachen? Die Musik. You need another vibe, my girl. You need another vibe, my girl. Darf ich einen Schluck? Wie süß du mich gerade angeguckt hast. Hast du jemals was von einer Zierradbank gehört? Nee. Hier, Hannas Bowl sieht richtig geil aus. Schmack. Meine Bowl ist falsch. Ja, aber das hast du selber falsch gemacht. Egal, nicht schlimm. Machen wir jetzt ein Thumbnail? Ja, wollen wir so machen, schauen wir noch mit zu. Das haben wir ja noch nie gemacht. Aber dann ist doch, ja, so fancy aus, oder? Da war was dabei, oder? Ich denke schon. Was mein, ist denn das? Mein sieht schön aus. Ja, Leute, wie immer haben wir hier noch das. Und dann dachte ich mir heute mal, auf ganz Dings hole ich mir noch ein Buch an. Anna hat ein anderes Dressing als ich. Ey, wir haben noch gar kein Intro. Joghurt, Minze. Das ist meins, gell? Ja. Ich habe heute mal was anderes getastet. Was machst du? Ich fühle mich wie ein Neandertaler. Ihhh, da läuft die Burrata-Suppe draus. Boah, ich kann jetzt mal meine Bowl aufmachen. Wie? Damit ich den ganz schnell drauf machen kann. Okay, warte, hast du noch kurz einen Moment? Ja, wird schwer. Okay, komm, das schaffst du. Wenn das einer schafft, dann du. Hier, Achtung, jetzt nicht dagegen dingseln. Boah. Hey. Schwacko Fetzel. Hey. Hier ist so wenig drin. Ja, die hat doch nur 8 Euro gekostet. Aber da hätte ich das. Sonst reicht mir das auch. Aber das ist jetzt halt blöd, weil da nicht mein richtiges Ding drin ist. Naja, irgendwie habe ich mehr verdient. Irgendwie ein Karma habe ich bekommen. Kannst du mir vielleicht auch noch Besteck geben? Okay, ich muss auch erstmal Intro drehen. Bevor ich anfange zu essen, vielleicht, ne? Ja, das wäre super gut, ne? Hast schon deine Soße drauf gemacht? Mhm. Das ist schon cool, Hannah. War das jetzt schlimm? Nee. Ich habe jetzt irgendwie doch richtig Hunger, du. Ja, dann ist es doch gut. Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video von Hannah und mir. Wir befinden uns heute in einer 35 Grad heißen Stadt und haben uns Boats geholt. Anso wollte erst nicht, aber ich glaube... Nee, du bist eigentlich nicht froh, dass wir es gemacht haben. Nein, ich bin nicht froh, dass wir es gemacht haben. Ich habe meine Bowl komplett falsch bestellt. Ich habe kein Reis, ich habe Quinoa. Ich wollte Quinoa und ich habe Quinoa. Ja. Egal, wird schon schmecken. Soll ich noch erzählen, was ich da drin habe? Du kannst gerne machen, was du möchtest. Fischererbsen, das sind irgendwelche Gemüsepuffer, Feta. Also das hatte ich nicht irgendwo. Ach so, genau, hier unten ist noch dieses Avocado-Erbsen-Püree-Hummus-Dings. Diesen Karottenlachs habe ich da drin. Das klingt wirklich wie so eine Freestyle-Bowl. Habe ich auch, aber ich hatte irgendwie auf all diese Sachen jetzt Bock. Das ist doch gut. Also ich habe Blumenkohl, Brokkoli, Quinoa, Tomaten. Ich habe mir noch Burrata geholt, Erbsen, Guacamole, die Dinger. Haben wir auch noch bei Rewe geholt, das war's. Ich habe da nicht so viel drin, Leute. Bon Appetit. Guten. Ja, geht sogar mit Quinoa. Schmeckt man nicht mal so anders. Aber wenn du deine Ingredients und so in Soße hast. Ja, ich hätte eigentlich auch noch eine Avocado, aber es war mir jetzt so blöd, noch eine Avocado reinzuschneiden. Hm. Ja, auf jeden Fall haben wir heute Samstag und Hannah fliegt morgen für einen Monat weg. Und ich wollte eigentlich so ein Fashion-Video machen. Und dann dachte ich mir, jetzt kann ich einen Monat lang kein Video mit Hannah drin, deswegen ist es dir gewidmet. Ich weiß echt nicht, wie das wird ohne dich. Meine Mutter hat sich voll, Leute, meine Mutter hat sich voll die Sorgen gemacht, weil Hannah weggeht. Die sagt, Anne, was machst du dann? Was machst du jetzt? Was machen wir jetzt? Hast du das ja gesagt, oder? Ja. Ja, ich weiß, ich habe nicht viele Freunde, aber ich werde das schon schaffen. Wir können uns ja trotzdem sehen. Und ich bin nicht in einem anderen Land. Nee. Vielleicht komme ich ja doch mal am Wochenende zurück. Auf der anderen Seite will ich es aber auch irgendwie nutzen, diese Zeit da oben. Weißt du, so wirklich mal 3 Wochen nicht zu Hause zu sein. Kannst du es gar nicht nachvollziehen? Nein. Gut. Aber nur, weil es jobmäßig ist. So dieses, du hast nicht eigenes Hotel gebucht, du hast Verpflichtungen. Ich kann ja aber selber buchen. Das erste Hotel ist fest, aber den Rest kann ich selber buchen. Okay, dann. Doch, zu Hannah passt es auch. Ich habe mich mit einer Freundin unterhalten. Shoutout an Amy. Die war so an, so, das wird dir richtig gut tun, wenn du mal ins Ausland gehen würdest. Und ich weiß, das prägt ein und das ist extrem. Also, du sammelst so krasse Erfahrungen. Aber ich würde niemals alleine irgendwo hin. Also, alleine nicht. Wenn Hannah mitkommen würde, würde ich mit Hannah einen Monat weg. 2, 3. Aber wegen Nala ist schwierig. Das haben wir doch schon mal gesagt, dass wir es machen wollen. Das ist echt schwer. Weil wir würden safe ein wärmeres Land nehmen. Und das ist halt so. Hamburg ist halt auch kein anderes Land. Ja, das sowieso. Aber das wird trotzdem anders. Und das ist anders, noch mehr. Die Kultur da auch anders ist. Ah, ist ja eine andere. Ja, was für Kultur, Hannah? Na, die sind anders als hier. Das ist die Kultur. Ich hab gar keinen Bock. Es ist trotzdem anders, weil die Kultur ist anders in Hamburg. Die Leute sind einfach anders. Moin. Darf ich mir mal so ein Stück von dem probieren? Hast du es schon probiert? Schmeckt das? Hab noch nicht probiert. Schmeckt aber geil. Oder? Ja, hab's mir lecker vorgestellt, aber ist lecker. Deine. Du bist halt auch nicht. Das kennst du das, wenn man isst, dann ist Stimme anders? Du hast einfach kurz stecken geblieben. Deine hat so einen orientalischen Touch, deine Bowl. Meine ist richtig Alman.
Ja, auf jeden Fall, wir sehen uns nicht. Aber Hannah, zu Hannah passt das auch besser, mal alleine irgendwo zu sein. Würdest du mich da sehen? Ja, siehst du? Aber ich glaube trotzdem, es wäre mal gut für dich, weißt du? Ja, weil ich unterentwickelt bin, oder was? Was soll das heißen? Mal neue Eindrücke sammeln. Hab doch genug. Ich habe gar keine Eindrücke von mir. Aber es ist so dieses aus der Komfortzone rauskommen. Ja, nee, ist klar, ja. Auch für mich, weil ich bin trotzdem gern zu Hause, weißt du? Ich bin aber lieber zu Hause. Ja, aber so, ich mag das trotzdem, wenn ich dann so zu Hause schlafen kann. Ja, das stimmt. Weil alleine in so einem Hotel irgendwo anders, das hatte ich ja letztes Jahr auch schon, ich auch beruflich eine Woche in Stuttgart war. Und das fand ich damals auch scheiße. Weißt du das noch? Ja, da war doch irgendwas. Ja, ich war dann im Hotelzimmer und ich fand es irgendwie auch kacke. Ja, irgendwann ist es ja auch langweilig. Weil es so Tage geben, Abende geben, wo du alleine liegst und dir denkst, jetzt wäre ich gern mit meinen Freundinnen. Weil ich auch viel mache, wenn ich hier bin. Ja, das ist halt das Ding, Hannah ist immer... Leute, die hat kein... Ich glaube, Hannah hat dieses Jahr... Sie hat komplett 2024 so viele Abende alleine gechillt, wie ich in einer Woche. Ja. Doch, aber dass ich so gar keinen gesehen habe, sehr wenig. Siehst du? Ich sehe fast niemanden jemals. Weiß niemanden jemals. Nee, also ich bin wirklich immer alleine. Aber ich bewusst. Ja, unbewusst. Huch, ich bin ja schon wieder alleine. Wie blöd. Du bist echt nie fast an dem Fall. Bla. Vielleicht ist das auch so dein Learning, weil du da alleine sein musst. Weißt du, was ich meine? Ich werde mich da schon beschäftigen. Ja, auf jeden Fall war das eigentlich auch nur das Intro. Ich wollte erklären, warum wir jetzt das Video hier drehen. Und ich weiß, dass jeder Mukbangs liebt, deswegen. I got you. Wir wollten heute so eine Kummerkasten-Dings machen, dass wir unsere Ratschläge geben, weil Leute, wir haben schon so viel beantwortet, ihr wisst doch alles. Also über das, was wir reden, haben wir schon alles. Und deswegen starten wir jetzt mal. Mein Freund ist im Stadion geblieben, als ich ins Krankenhaus musste wegen Herzproblemen. Das ist hart. Würdest du es erwarten? Das ergeht natürlich. Ich auch. Wird auch Schluss machen. 100%. Dann. Das geht gar nicht, Leute. Nee, es geht gar nicht. Cut him off. Also, ich glaube, es ist ein Unterschied. Ich will jetzt gar nicht hochreden. Aber wenn du öfter mal im Krankenhaus bist wegen Herzproblemen und es ein erneutes Mal ist und es ist alles gut, sondern... Ja, aber wenn du ins Krankenhaus kommst, ist gar nichts gut. Nein. Sorry, ich würde Schluss machen. Ich habe auch keine Toleranz mehr für sowas. Also für so... Unsere Toleranz wirklich hier unten. Das war doch jetzt ein bisschen hart gesagt, oder? Nee, aber ich finde, man kann das schon so straight sagen. Also ich fände es nicht in Ordnung. Ich würde mit deinem Freund drüber reden. Weil es hätte ja wirklich auch irgendwas sein können und auch so... Vor allem Herbstprobleme. Und es gibt so viele Fälle, wo Leute irgendwie Unfälle haben, denen es nicht gut geht oder so und die Verwandtschaft das nicht mitbekommt. Also man sollte eher dankbar sein. Vor allem als Partner, wenn man das gesagt bekommt, hier die und die Person muss jetzt ins Krankenhaus und dann gehst du nicht zu einem Fußballspiel. Also sorry, was ist das denn? Vor allem, er war schon da, dann geh einfach. Ich würde da auf jeden Fall mal ein ernstes Wörtchen sprechen. Also wenn er es nicht gesehen hat, die Nachricht, okay. Aber wenn du dir, wenn du ihm sagst, im Krankenhaus und dann am besten noch sagst, komm bitte und er sagt, nein, ich guck noch das Spiel, würde ich blockieren, bam, bum. Alleine in den Urlaub fahren, ja oder nein? Ich wäre auch immer für ja. Ich würde es auch jedem raten, obwohl ich selbst noch nie allein im Urlaub war. Aber halt, pass auf dich auf. Als Frau... Ich hätte es fast gemacht, vor 2 Jahren. Stimmt, Kreta. Aber weil ich so dachte, das ist ein entspanntes Land, da kann man auch alleine hin. Malle kann man bestimmt auch alleine hin. Alles, was nicht so ganz so weit weg ist, aber Italien, Spanien, irgendwie sowas. Aber hat sich dann doch nicht ergeben, da ist mein Bruder mitgekommen. Ich würde nie alleine abends in einem anderen Land da raus. Das würde ich mich nicht trauen. Echt? Mhm. Also mir wurde auch gesagt, selbst in Hamburg oder so, dass man auch in Hamburg zum Beispiel auf den Kiez aufpassen muss. Abends als Frau. Kiez? Weiß ich nicht. Mir wurde aber gesagt, guck's dir doch mal an. Und dann wurde mir gesagt, abends als Frau schwierig. Und dann habe ich gesagt, naja, ich bin schon auch ein bisschen abgehärtet wegen Frankfurt, Bahnhofsviertel und auf der Zeil nachts. Da laufe ich ja mittlerweile auch alleine lang, ohne irgendwie Angst zu haben. Vielleicht bin ich auch zu naiv manchmal. Aber egal, auf jeden Fall fühle ich mich da jetzt nicht unsafe. Und dann wurde mir auch gesagt, naja gut, ich habe auch eine Doku über Frankfurt gesehen. Ich glaube, das ist ein bisschen asozialer als der Kiez in Hamburg. Da weiß ich, da würde ich es, glaube ich, auch nicht alleine machen. Aber so einmal abends das sehen, vielleicht mit Kollegen oder so, je nachdem. Mit Kollegen? Nein, kennst du es nicht? Ich kenne doch keine. Sie meint ja wirklich Arbeitskollegen. Ich lebe echt in einer anderen Welt. Nein, Mann. Doch, wir leben in anderen Welten. In deiner Bubble und ich in meiner. Aber wir ergänzen uns doch. Ist aber echt so. Wir haben ein komplett anderes Leben. Dass das so passt. Was nicht passt, wird passend hier machen. Die richtigen Dinge übereinstimmen. Nee, stimmen überein. Ich kann nicht mehr, Mann. Mein Kopf ist matsch bei dem Wetter. Ey, ich merke, wie hell meine Haare aussehen neben deinen. Seid ihr auch dafür, dass Hannah die noch dunkler macht? Schreibt's mal bitte in die Kommentare. Ehrliche Meinung, ich bin dafür noch dunkler. Das sieht so krass aus. Fand ich auch besser. Jawoll, ja. Also Leute, ich fliegt alleine in Urlaub, passt aber auf euch auf. Stimmt, ich habe schon wieder die Frage vergessen. Nee, ich will's nicht machen. Doch. Aber gerade sagen, du hast doch ja gesagt. Ja, aber damit ich immer, ich würde dann andere sollen alleine, aber du nicht. Noch nie eine Beziehung gehabt und bin 26 mit so einem Clown-Smiley. Hä, ist doch voll gut. Alter, wen juckt denn sowas?
Ich habe mir da noch nie Gedanken zu gemacht. Aber ich glaube, wenn wir jetzt bis 29, 30 keinen Typen haben, dann machen wir uns auch Gedanken. Mhm. Aber das ist auch so ein serious Alter. Ja, jetzt sind wir wieder zusammen im Kanu. Sorry, ich wollte dich nicht interrupten. Nee, ist alles gut. Sitzt du jetzt allein im Kanu kurz? Du sitzt mit mir im Kanu. Nee. Wir sagen einfach gar nichts jetzt. Nee, Leute, nee, macht euch darüber einfach keine Gedanken. Okay, 26 verstehe ich, weil das ist bei mir in 2,5 Jahren. Und dann wäre ich wahrscheinlich auch so, ey, wann kommt's denn endlich mal? Und wenn du noch nie eine hattest. Aber du kannst ja nicht erzwingen. Also, weißt du, was ich meine? Ich finde es trotzdem besser als eine toxische Beziehung. Ja. Du weißt nie, an wen du gerätst. Das ist wahrscheinlich auch so eine, die sitzt auch wie ich die ganze Zeit nur zu Hause. Mhm. Ich denke, ich werde nie den richtigen Partner für mich finden. Macht mich traurig, aber versuche mich damit abzufinden. Leute, warum seid ihr so pessimistisch? Das ist ja fürchterlich. Mhm. Same. Fake it till you make it. Man darf so eine Einstellung nicht haben, aber ich hab's auch. Nee, ich finde mich damit nicht ab. Ich weiß, dass es da irgendwie... Ja, keine Ahnung, Leute. Warum ist das so ein Ding? Denkst du, Typen denken da auch drüber nach? Nee, gell? Wobei. Ich glaube, für Frauen ist es eher so diese innere Uhr-Ding. Das ist ja so eine Wunschvorstellung, wie du deinen Partner kennenlernst, wann du ihn kennenlernst, wann du heiratest und so. Und wenn das nicht so erfüllt wird in dem Tempo, in dem du es mal gedacht hast, ich glaube, dann kriegst du einfach Panik. Und halt die biologische Uhr. Ich sage euch mal eine Sache. Ab wann würdest du wirklich Panik machen? Ab wann würdest du zittern? 35. Junge, das ist schon, da wäre ich schon tot. Also am Zittern wäre ich da schon nicht mehr, weil dann will ich da schon Kinder haben. Was ist denn das? Meine Mama hat mich aber auch mit 36 Meine Mutter bekommen. Mit 37. Siehst du? Imagine, ihr müsst immer dran denken, wenn ihr einen Typen habt, egal ob ihr den gerade kennenlernt, schon zusammen seid. Ich habe letztens diesen Spruch gehört, ich habe den auch noch nicht dir gesagt. Hast du als Kind damals von einem Mann wie ihm geträumt? Hast du dir so den vorgestellt, dass er dich so behandelt? Wenn die Antwort nein ist, was machst du noch da? Mhm. Also, ich stand damals auf Ken. Würde ich sagen, ist Ken. Barbie und Ken vielleicht? Was halt konnte der? Nix. Der sah gut aus. Der war animiert. Nicht animiert. Ich meine ja, als ich so mit Puppen gespielt habe. Ja, der war nicht mal eine echte Schauspielerfigur. Aber der hat eine geile Karre gehabt. Von Ken Garni. Ey, nach dem Kaffee und dem zwei Schlucken kannst du mal sehen, ich bin heute bis 5 Uhr nachts wach. Für morgens. Sorry. Ich bin noch so ein, das kann ich jetzt nicht sagen. Sag. Deutsch. Das kann man nicht antreiben. Ich bin ein Deutsch. Piep. Ach, du ahnst es nicht. Leute, wir müssen euch jetzt was erzählen. Wir waren essen. Shoutout, falls es die Mädchen sehen sollten vorhin. Hier, wir haben heute eine Lesson gelernt. Diese Mädels dort haben so laut gesprochen. Hanna und ich haben unser eigenes Wort nicht verstanden. Wir haben es dann auch aufgegeben, haben dann nicht miteinander gesprochen. Konnten alles hören, was sie gesagt haben. Wir wissen den kompletten Tee an über eine Katharina, über eine Vivi. Die saßen da, die haben... Leute, und dann haben die... Jetzt verstehe ich, was ihr meintet. Ich muss mich aufrichtig bei euch allen entschuldigen. Ich spreche oft Denglisch, beziehungsweise ich schreibe das eher. Aber früher habe ich ja wirklich übertrieben mit Denglisch. Und die haben die ganze Zeit Denglisch gesprochen. Das war so anstrengend. Ey, das war so extrem. In so einer extrem. Lautstärke neben uns, also wirklich. Das war wirklich dieses... Ich hätte es gar nicht erwartet, dass wir dann so leise sind. Ja, wir waren wir auf einmal reden richtig... auch normalerweise so, aber es nee, war so... laut reden wir nicht. Nee, also eben, so habe ich noch das nie war auch, das viel war zu noch, laut. Das ist auch so auffällig gewesen, weil du sonst auch keinen gehört hast. Wären alle laut, wäre das so ein lautes Kaffee. Ich glaube, dann wären die untergegangen. Oder wäre es halt so eine ausgeglichene... Aber die haben es auch nicht gecheckt. Ich denke mir auch so, wenn du so Tees bildst, mit so Sachen auch lästern, da macht es leiser. Ey, Hannas Aufmerksamkeitsspanne geht mir manchmal wirklich so auf die Nerven. Das aber ist eine Sache. Ich kann nicht, ja. Ja, darum geht's aber nicht. Du bist auch manchmal so... Oh nee, da, wenn ich darüber nachdenke, kann ich aussteigen. Hanna am Handy, ne? Aber ich versuche doch weniger am Handy zu sein jetzt. Das ist schön und gut. Aber wenn du am Handy bist, andere hören dann währenddessen trotzdem zu. Du kannst das gar nicht. Das ist unmöglich. Bei mir ist aktuell das Problem... Aktuell? Dass ich irgendwie so viele Sachen gleichzeitig im Kopf habe. Und immer, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, ich zoome so raus und denke über was anderes nach und denke so, fuck, 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 jetzt hast du nicht zugehört. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ja. Man sieht mir das ja an, wenn ich keinen Bock habe. Man sieht sie an, wenn sie es nicht zuhört, wenn sie nicht zuhört. Weil dann sagt irgendwie einer was, keine Ahnung, über Planetarium oder, nee, wobei das interessiert mich sogar. Wie kamst du jetzt auf Planetarium? Auf jeden Fall wird mir jetzt irgendeiner was erzählen über Biochemie oder so. Ich wäre in 0,2 Sekunden weg. Du kommst jetzt auf Biochemie? Keine Ahnung. Hast du so viele Termine noch heute? Nee, da steht jetzt, glaube ich, an so. Frage? Ja, ich habe gerade gesagt, da ist schon wieder was. Alle Freundinnen heiraten und ich bin Single, bekomme Panik mit 24. Leute, bitte, 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 bitte. Warum ist es gerade so präsent? Wir reden da jetzt nicht mehr drüber. Es ist weil alles du auf okay. Social Media die ganze Zeit ja, das stimmt, das hab ich jetzt Influencer siehst, die schwanger sind, die heiraten, die sich verloben. Und das sind halt, ist halt genau die Generation, mit denen du ja mit aufwächst oder mit denen die Jüngeren aufwachsen. Und dann kriegst du halt automatisch Panik. Aber dass sie ja auch schon Ewigkeiten alle zusammen sind und teilweise halt auch älter, weil sie Ende 20 sind und einfach ein anderes Leben führen. Nein, Leute, kein Stress. Keine Panik auf der Titanic. Wer hat sich den Spruch eigentlich ausgedacht? Was denn? Keine Panik auf der Titanic. Ja, macht auch nämlich gar keinen Sinn. Nee, weil die haben bestimmt Panik ich gehabt, glaub, bevor die abgesoffen sind. Ich glaube, die hatten mehr Panik, sind. Als wir alle hier erleben werden. Das ist krank. Das
Ist zwar kein Struggle, aber wäre dein Leben ein Video, würdest du es vorspulen oder zurückspulen? Junge, vorspulen! Mhm. Und dann einfach wieder zurück. 100%. Also vorspulen wäre ja wirklich der erste Knopf, den ich betätigen würde. Mhm. Vor andrücken. Ja, ich würde es auch wissen. Aber wenn man nicht zurückspulen kann, wäre dir das so Jucka? Jucka. Ja doch, ich würde schon zurückspulen wollen, weil irgendwie kommst du ja dann trotzdem an den Punkt. Ah oh Mann, ich weiß nicht, ich wäre so neugierig. Aber ich würde trotzdem nicht vorspulen. Es gibt nichts, was mich mehr interessiert als meine Zukunft. Und wie holst du denn das auf, was du zwischendrin dann nicht weißt? Das meine ich ja, kann man dann zurückspulen. Keine Ahnung. Wir können die Regeln selbst machen. Ich mach die Regeln nicht. Junge, wir spüren zurück. Fertig. Red Flags, um sich auf jeden Fall von einer Freundin zu entfernen. Boah. Was wenn ihr merkt, es frisst Energie. Was wären deine Red Flags, mit mir Kontakt abzubrechen? Ab wann müsstest du mit mir Kontakt abbrechen? Was müsste passieren? Dass du hinter meinem Rücken eklig redest. Das also, würde schon Kontaktabbruch? Ja, also ich glaube, das würdest du mir noch verzeihen am Ende. Kommt drauf an, was und mit wem. Ja, das stimmt. Weil das wäre für mich schon ein krasser Vertrauensbruch und dann wäre halt so, das läuft sich dann einfach aus. Ja, ja, ja. Weißt du, so dieses... Ich glaube, du würdest es mir verzeihen, weil du mich zu sehr magst, aber dann halt kein, dich nicht mehr melden und so. Oder wenn du jetzt was mit einem Typen anfängst, den ich gut finde. Ja, okay. Ja, aber du fragst mich doch, wann willst du Kontakt abbrechen? Ach so, ja, nee, okay, mach, Leute, ich würde sowas niemals machen. Das wäre sowas für mich. Oder ich so merke, sie schließt mich so extra aus und will einfach keine Zeit mehr mit mir verbringen. Dann würde ich halt, also so richtig so aktiv ausschließen und so. Ich wusste, dass du jetzt noch was ergänzt, weil du dachtest, dass ich jetzt denke, dass ich schon mal gemacht habe. Könnte ich auch über dich sagen. Mein Terminkalender ist schon voll. Ja, und wo wurde ich eingeplant? Irgendwie führen wir doch so eine kleine Beziehung. Ja, schon. Oder? Ja, schon. Manchmal streiten wir uns wirklich wie, als wären wir zusammen. Boah, da denke ich mir auch immer so, boah, fuck die mich ab. Wirklich, aber ich liebe sie halt über alles, wisst ihr? Also sorry, Dito. So eine Ego-Aussage gerade. Von mir oder von dir? Von mir. Aber Dito trotzdem. Mhm. Ist genauso wie du bist hübsch. Ja, du auch. Ich kann es dann ja auch eigentlich sparen. Hä? Ach so, ja. Dieses... Von der Kassiererin. Ja, was müsste passieren, damit du mit mir Kontakt abbrichst? Oh, gibt's ja viel. Beklauen. Schreib mal bitte jemand mit für mich. Beklauen. Keine Ahnung, wie ich da gerade drauf kam. Nee, würde ich keinen Kontakt abbrechen. Würde ich nicht. Ich wäre so, Hanna, sag doch, wenn du was brauchst. Also, die merkt auch nicht, wenn ich was aus ihrem Kleiderschrank habe. Ich habe schon echt ein schlechtes Gewissen bekommen, wegen diesem Pulli, den ich wirklich seit letztem Jahr habe. Ja, Tamino hat meinen auch immer noch. Und aber ich habe dir jetzt alles zurückgegeben und gewaschen. Danke. Nee, beklauen würde ich keinen Kontakt machen. Also entweder, dass sie auch was mit meinem Mann hätte. Mein Mann, ich weiß noch gar nicht, ob der... Okay, geboren muss er schon irgendwo sein. Irgendwo ist er ja. Irgendwo ist er. Irgendwo. Wenn du was mit meinem Partner hättest, wenn ich auch merken würde, dass ich da was anbahnen würde, weil du ihn toll fändest und wärst so dieses so, du würdest anders acten vor ihm, so wie du dich verhalten würdest von einem Typen, den du gut findest. Oh, weißt du, was ich auch ganz schlimm finde, wenn du jetzt so meine Freunde von mir wegdrängen wollen würdest, damit du mich entweder für dich hättest oder die hättest. Mhm. Oder, ja, wenn du hart lästern würdest. So ekelhaft. Mhm. Auch so Geheimnisse weiter sagen. Uff, oder? Ja. Ja, so. Wäre ich auch nicht dran gedacht. Verrat, das ist ja Verrat. Mhm. Ja, weil so gute Miene zum bösen Spiel machen mäßig. Vor allem, ich wüsste ja direkt, wer es weitererzählt hätte, weil nur du weißt... No pressure. No pressure. Tamino, weißt aber... Bitte das noch. Schmeckt das scheiße, weil du mir... Nein, das schmeckt nicht scheiße, aber ich mag den Geschmack gerade nicht. Ich probiere mal. Zu meiner Bowl war das irgendwie jetzt nicht so perfekt. Ich habe einfach die komplette Bowl gegessen. Ey, dein Kalender. Das ist nicht mein Kalender, da unten ist jetzt Instagram gekommen. Das andere war auch das hier. Ey, die kriegt so viele Nachrichten in einer Minute wie ich an einer Woche. Das ist doch schon wieder... Kann doch nicht wahr sein. Boah, ich krieg grad voll den Film von diesem Kratzgeräusch da drauf. Hör auf, bitte! Ich habe auch eh wie schon so ein Trauma von diesen Holzdingern. Wegen diesem blöden Magnum-Eis. Und ich da drauf immer so rumgekaut habe, um das so durchzubrechen. Und dabei so, ich habe dieses Gefühl auf den Zehen, wie sich das anfühlt, auf diesem Holzding rumzukauen. Kann ich nicht. Isst du das noch? Ja. Okay, danke. Religion und Liebe eigentlich vor der Ehe verboten. Wie gehst du damit um? Ja, ich habe halt das Problem, dass... Ich lebe jetzt nicht so nach der Bibel. Ich lebe halt auch nicht... Ich bin gläubig, aber nicht so hart religiös. Also, wie erklärt man das? Ich bin gläubig, aber ich habe diesen religiösen Glauben, der kam, als es schon zu spät war. So kann man es einfach ausdrücken. Und da war Hopfen und Malz schon verloren, sozusagen. Ja, es ist scheiße. Und ich sage euch ehrlich, ich finde, also es gibt so ein paar, ich bin keine Vorzeige-Christin, aber ich bin trotzdem enorm gläubig. Das ist halt das Ding. Und ich finde, Glaube und Religion ist ein Unterschied. Jeder soll das auch auf seine Art und Weise ausleben, oder? Es gehört zusammen und wenn du danach lebst und selbst wenn du nicht danach, wenn man gläubig ist, manche glauben auch an ganz andere Dinge als an Gott. Aber ich finde, man sollte, zusammengefasst. Ich finde, man sollte da niemanden verurteilen. Jeder soll glauben an was er möchte. Jeder kann gläubig sein, unreligiös zu sein. Man kann aber auch genauso krass religiös sein wie gläubig. Manche sind vielleicht religiöser, als sie eigentlich glauben. Weißt du auch nicht.
Weißt du, was ich meine? Wie? Du kannst ja einer Religion nachgehen und ausleben, obwohl du vielleicht gar nicht so stark glaubst. Okay, ja. Weißt du? Mhm. Versteht man gerade, was ich meine? Es hängt schon irgendwo zusammen, aber ja. Es gibt auch gläubige Menschen, die trotzdem nicht einer Religion an... Also die, weißt du? Das stimmt, ja. Bin ich schon gestresst von diesen 13 Minuten Rest-Akku. Oh, du weißt schon, was das alles bedeutet auf dem Bildschirm. Ja, und krass. Deswegen... Nein, ich kann das doch wieder löschen, da sind ja, noch so viele okay. Dateien. Aber ich dachte, das wäre Akku. Ah nee, rechts nee, ist Akku, links ist... Rechts Akku, links Video ist nur Speicherkarte. Overthinking killt mich, ich stresse mich in alles rein und kann nicht so glücklich werden, fühl ich. Ja. Ich noch mehr als du. Du overthinkst nicht so viel wie ja, ich. Ja, aber ich krieg manchmal dann auch so ja. meine Schübe. Ich weiß. Gestern. Ja, manchmal krieg ich auch meine Schübe, das ist echt... crazy. Und dann habe ich auch so ein krasses Redebedürfnis, so dieses Thema so 5000 Mal zu zerkauen, weil ich noch keine Antwort so auf das gefunden habe. Das ist immer mein Problem. Wenn ich keine Antwort habe, dann overthinke ich und immer mehr. Ja, das ist auch das Ding von over. Das ist bei mir auch so. Ja, aber wann... Manchmal tut es auch gut, das einmal loszuwerden. Ja. Ich habe gemerkt, du wolltest irgendwie eine Antwort von mir und ich habe... Da vorne, versucht, hab ich gesagt. Irgendwie habe ich versucht, dir zu helfen, aber es ist halt noch... Also ich glaube, ich habe den letzten Satz noch nicht gesprochen. Ja. Ich habe das Gefühl, Mädchen overthink mehr. Ich glaube, das ist sowas Hormonelles auch. Ja. Männer denken da nicht so viel drüber nach. Männer machen einfach und dann sind die so scheiß drauf, ich esse jetzt was. Brauchst du eine Brille? Nee, ich habe irgendwie noch nichts gesehen, was ich gut fand. Ja, da sind so viele, immer Liebe, gell? Guck mal bei diesem schwarzen Bild, was da stand. Manchmal denke ich darüber nach, wie schnell die Zeit vergeht und dass nichts für immer bleibt. Es macht mir bewusst, wie wichtig es ist, den Moment zu schätzen. Gleichzeitig finde ich es schwierig, loszulassen und zu akzeptieren, dass alles irgendwann endet. Mic drop. Aber ich weiß, was sie meint. Dieses... Man muss es viel mehr schätzen, im Moment zu leben, auch die Menschen um sich herum zu schätzen. Ich habe das halt gemerkt, und das klingt jetzt auch wieder blöd, weil ich bin nur 3 Wochen in Hamburg, aber ich war so, ich kann diese, also ich weiß, wann ich dann wegfliege, wann ich eine längere Zeit nicht zu Hause bin und habe bewusst die Zeit vorher richtig intensiv genutzt, um Zeit mit dir zum Beispiel zu verbringen, meiner Familie, ich habe meinen Vater, meine Mama, meinen Bruder nochmal gesehen, treffe uns jetzt nochmal und ich saug so diese Zeit total auf und bin viel präsenter in dem Moment und denke mir auf der anderen Seite, warum war ich es vorher nicht. Nur, also ich brauchte so eine Deadline, um das zu realisieren. Und es muss irgendwie immer irgendwas passieren, damit einem das so bewusst wird. Und meistens ist es ein Verlust. Und was du eigentlich auch alles hast. Und ich habe nicht am Handy gechillt und so. Und sonst bin ich öfter auch mal so nicht so präsent in dem Moment. Ja. Weil dann ist so, manchmal ist mir das dann einfach alles zu viel. Wenn dann es dann noch heiß ist und ich irgendwie Hunger habe oder so, dann... Hanna, und Hitze und Hunger ist crazy Kombination. Da könnt ihr auch die einfach zu nach Hause fahren. Da bin ich einfach lieber in meinem Keller in der Kälte und liege im Bett. Und ich habe mir aber auch bewusst Zeit für mich allein nochmal so zwischendrin genommen, um mich zu sortieren und das so ein bisschen auch zu verarbeiten. Ich glaube, das klingt richtig hart, aber ich glaube, würde jeder wissen, wann er stirbt, würden wir uns alle ganz anders miteinander auch umgehen. Das hatte ich in letzter Zeit auch oft, diesen Gedanken. Weiß. Wir haben da auch schon privat drüber gesprochen, Hannah und ich reden voll oft über sowas. Das ist, aber manchmal kann ich auch Momente nicht so genießen, weil ich weiß, die sind irgendwann vorbei und dann bleibt nur noch die Erinnerung. Vor allem so schnell sind die Sachen einfach vorbei. Die guten sind meistens schneller vorbei, aber einfach, weil man dann lebt. Mhm. Und bei den schlechten suhlst du dich in deinen schlechten Gedanken und bist so, wann hört's auf? Mhm. Dann lebst du nicht. Ja. Weiß nicht, manchmal funktioniert es halt einfach nicht, aber so. Diese schönen Momente, die gehen auch so vorbei. Genauso wie der Urlaub letztes Jahr. Ich meine, wie oft wollen wir es noch sagen, aber es ist so. Oder auch mein Geburtstag war voll der schöne Tag und ist auch schon 2 Wochen her. Oder 3. Hast du noch den Gehstock? Ja, der liegt im Flur. Versucht einfach wirklich mal so ein bisschen so ein Reset für euch selbst zu machen und euch bewusst zu machen. Also wenn ihr so merkt, ihr seid mit irgendwas unzufrieden oder so, was in eurem Leben ist, seid euch bewusst, was ihr aber eigentlich habt. Wichtigste zu schätzen. Gesundheit, Familie, Freunde und Geld. Und... In der Reihenfolge. Macht viele Bilder und Videos von Dingen, die ihr macht, die ihr festhalten wollt, von schönen Momenten. Weil ich bin so dankbar, das habe ich auch schon öfter gesagt. Für dein iPhone. Sorry, ich werde gerade hyperaktiv. Ich merke es gerade. Naja, auf jeden Fall, wo du Zakynthos mitgevloggt hast oder wir so am Ende des Jahres gucken, so was haben wir eigentlich alles gemacht und dann fallen uns zwar Momente ein, wir haben aber keine Bilder oder Fotos, Videos. Dann kannst du die nie so nachleben. Ja, und dann vergisst du es aber wieder nach 2 Monaten. Ja. Und das ist sauschade. Deswegen haltet alles fest. Wenn ihr einfach nur so bei Familie seid, ja, und scheiß vor allem drauf. Es juckt keine Sau, wenn du da Bilder machst. Doch, es gibt so viele Leute, die dann immer sagen, lebt doch mal den Moment. Ja, aber ich will es doch für mich festhalten. Ich kann trotzdem den Moment leben, auch wenn ich kurz filme. Nee, aber ich meinte jetzt Leute, denen es dann unangenehm ist, Fotos und Videos in der Öffentlichkeit zu machen. Und da war ich halt, also ich war ja letztens mit einer Freundin unterwegs und die meinte auch so, oh nee, voll unangenehm, alle gucken. Ich so, es bockt mich nicht, ob irgendeiner guckt. Ich will die Bilder doch für mich haben. Oder in einem Tag hat jeder dich vergessen. Ist so. Und du das auch. Also, da bin ich aber echt durch dich, glaube ich, auch abgehärtet. Früher
habe ich mir auch mehr Gedanken gemacht. Jetzt bockt mich das gar. Oh, macht das irgendwas, wenn ich das hier rumzubbel? Auf jeden Fall bockt mich das jetzt gar nicht mehr. Und das kann ich jetzt wieder hier. Habe ich mir von Anso abgeguckt. Einfach drauf scheißen. Einfach kannst du kurz machen. Mein Ego-Push noch mal sagen, was du vorhin gesagt hast? Was ich vorhin gesagt habe? Dass sie ein sehr gutes Zeitmanagement hat, weil wir wollten, oder wir treffen uns später noch mit einer Freundin. Und ich habe ihr gesagt, wir treffen uns um 18 Uhr und wir haben jetzt 18.04 Uhr. Sieht man das hier oben irgendwo? Okay, wir lassen es. Es ist auf jeden Fall 18.04 Uhr. Und Anso hat gesagt, nee, lass 19 Uhr sagen. Ich kann so gut eine Zeit. Wann soll ich morgen zum Flughafen fahren, wenn um 19 Uhr mein Flieger geht? Wann du losfährst? 16.15 Uhr. So früh? Ey, das hat gerade besser geschmeckt als die Bowl. Das Kompliment. Ja, mit Quinoa. War auch nicht so schwer mit Quinoa als Base. Nein, war voll lecker. Ich sag dir ehrlich, ich werde das vielleicht nochmal nehmen. Ja, besser ist es. Bin ich ein Cookie-Eater? Ja, ja, weil du dann genau nur das essen willst. Hätte dieser Rewe jetzt keinen Burrata gehabt, dann wäre ja aber jemand geflippt. Ja. Mein Wortschatz. Kein Quinoa und kein Burrata. Alles scheiße. Nochmal 5 Rewe abklappern müssen, um diesen scheiß Burrata zu kaufen. Ich hätte wahrscheinlich einfach für einen Stadtsalat reingenommen, wenn so Leute, nehmt einfach diesen 10, aber gib mir bitte einen Burrata. Ich kann das nicht. Darf ich den letzten Schluck? Ja, ich habe ihn dir doch aufgehoben. Oh, Maus. Ich finde es viel zu nett aktuell zu dir. Ich habe gestern schon gesagt, Schatz, warte. Und sie guckt mich sie an. Sie hat mich was? Schatz genannt. Möchte, wie lange ich nicht mehr Schatz genannt wurde. Warst du so überrascht in dem Moment? Ja, weil du sagst immer Mausi. Und du so, was hast du, was war der Satz? Ich glaube, ich wollte, dass du aufs Navi gehst und bist auf meinen Ono. Du so, Schatz, nicht das. Ja, irgendwie so. Ich sitze hier, ich mach. Einfach was hast Schatz. Du gesagt? Früher fand ich es immer unangenehm, sich so zu nennen. Aber mittlerweile, ich liebe Mausi. Ich fand auch Maus früher. Mausi finde ich besser als Maus. Mhm. Nee, beides. Ich nenne meine Freunde so gerne Mausi Maus. Maus. So Leute, wir sind fertig mit Essen. Es hat wirklich gut geschmeckt und es hat auch voll gut getan. Ja, ja, ich bin so froh, dass ich habe diese ganze Bowl einfach aufgegessen. Habe ich auch lange nicht mehr. Aber diese Acai Bowl war halt auch... Die Acai Bowl war echt lecker. Plants and Cakes lecker, aber Leute... Plan viel Zeit. Ein viel Bestand, Zeit. Also Hannah stand eine halbe Stunde an. No joke. Wirklich. Ich brauche ein Parfüm, ich muss mich irgendwo nochmal einsprühen. Wir können ja nochmal zum 8. Mal über die Goethestraße laufen. Ich kann nicht mehr meine Füße. Rein. Ich muss mir gleich auch so hässliche Sneaker anziehen. Wir haben noch welche im Kofferraum. Ey, wenn du die anziehst, fahre ich heim mit der Bahn. Das sind so NMDs. Okay, komm. Nee, auf gar keinen Fall. Okay, Leute, wir haben noch... Ja, ich kenne die. Auf gar keinen Fall, da gehe ich nicht mit drauf. Also sorry, wenn du auf so ein schickes Kleid NMDs anziehst, oder wie die heißen, da würde ich wirklich sagen, und dann geh lieber barfuß. Ich nehme mich Huckepack, sag einfach. Ja, okay, Leute, wir haben nur noch 2 Minuten. Wir hoffen sehr, dass euch dieses Video gefallen hat. Lasst ganz viel Liebe in den Kommentaren für Hannah da, die sich jetzt in eine andere Kultur verabschiedet. Moin! Moin! Oh nee, die kommen zurück auf den... So reden die in Hamburg. Nee. Ey, ich hab das auf den, weißt du. Du willst ja nicht mit Jugendlichen chillen. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Oder wenn ihr für mehr Videos mit Hannah seid, auch wenn das jetzt gerade nicht möglich ist. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und bis dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Bis dann. Bye. Bye.